Eine neue Ära beginnt im deutschen Basketball. Kein Gordon Herbert mehr, der Chef an der Seite heißt jetzt Alex Mumbu. Und auch das Personal auf dem Parkett ist ganz, ganz neues. 7 potenzielle Neuankömmlinge, die heute mit nominiert sind. Rein ins Spiel die Deutschen in den roten Trikots. David Krämer, das ist einer der Weltmeister mit den ersten Punkten beim Auswärtsspiel in Schweden in der EM-Qualifikation. Man hat schon ein Spiel verloren, dementsprechend ist das ja heute wichtig. Krämer erneut von außen. Er und Ossetkowski sind ganz lang die einzigen beiden Deutschen, die hier scoren, und die Schweden mit dem deutlich besseren Start. Das ist Melvin Panzer. Stepback Dreier. 10 Punkte von ihm im ersten Viertel. 16 in den ersten 10 Minuten von David Krämer. Er hält als einziger offensiv dagegen. Der zweite Spielabschnitt mit Dylan Ossetkowski. Auch er kommt dann besser ins Spiel, erzielt letztendlich 17 Punkte. So viel schon mal vorweg. Es scoren im ganzen Spiel nur 4 deutsche Spieler. Eine unglaubliche Tatsache. Und einer davon, Nels Weidemann, mit diesem Wurf von außen. Immer wieder David Krämer, der hier auf einer alleinigen Mission unterwegs ist, bereits vor der Halbzeitpause 20. Und er muss die volle offensive Last auf seinen Schultern tragen. Ossetkowski hilft so ein bisschen aus für die Deutschen. Und das ist dann auch mit die beste Phase im Spiel insgesamt, weil man es hier mal aneinander gereiht bekommt. Offensiv geil für Tischler. Nach dem Lob mit dem erfolgreichen Dank der 18-Jährige aus Belgrad für den ebenfalls debütierenden Nikolas Tischler aus Chemnitz. Es ist aber immer wieder dieser David Krämer, der Scoring-Rekord der deutschen Nationalmannschaft. Den hat natürlich Dirk Nowitzki mit 47. Krämer macht heute 43. Noch einer gefällig. Zack! Es ist die zweitbeste Scoring-Leistung eines Spielers im Nationalmannschaftstrikot in der Geschichte. Und so sieht es kurz vor Schluss danach aus, als würde die deutsche Nationalmannschaft hier davonziehen. Denn Krämer hört einfach nicht auf zu scoren. Das hier der nächste Dreier, das macht die 43 voll. Da sollte doch der Sieg bei den Schweden gewiss sein. Oder 8 Punkte. Der Unterschied für die schwedische Nationalmannschaft, die nochmal ankommt mit Gardefors. Der Layup vorbei an Dylan Ossetkowski, der dann natürlich weit rauskommt. 66-72, nur noch 2 Ballbesitze. Das ist Lude Håkansson. Oh oh, nur noch ein Ballbesitz. Auch Gordon Herbert hatte damals bei seiner Premiere mit einer Niederlage gestartet gegen Estland. Und so ist es dann nur noch ein Punkt. Krämer, Stepback Dreier, dieses Mal nicht. Und die Schweden kommen an die Freiwurflinie. Weil hier das Foul von Kai Brunke über der Teamfoulgrenze liegt. Und tatsächlich Cevapovic auch mit 2 Erfolgen. Die Schweden führen. 7,8 Sekunden vor Schluss ist es Dylan Ossetkowski. Nein, Senfelder, Offensiv-Rebound und auch der verwirft. Unglaublich. Deutschland verliert ein schon sicher geglaubtes Spiel in Schweden. Kleine Fehler, also ich glaube in der Defense, die haben dann jedes Mal gescored. Wir waren um die 10-9 vorne, 2 Minuten zu Schluss, und dann haben wir Fehler gemacht und die haben gleich einfach gescored und uns hat die Energie einfach dann gefehlt und ja, dann zum Schluss haben wir auch offensiv ein paar Fehler gemacht. Es ist eine nicht unprekäre Lage für die deutsche Nationalmannschaft, denn nach den Ereignissen dieses Spieltages ist man Tabellenletzter in der Gruppe D. Rückspiel und Revanchechance am Montag nochmal gegen die Schweden. Live bei Magenta Sport.